The challenge is to realize the ambition of creating a 422 10-bit live workflow. Wir testen heute eine virtualisierte Cloud Remote Production in der AWS Cloud. In der Produktion übernehmen wir die Kamerasignale vom Ü-Wagen am Stadion. Dazu haben wir eine Shadow-Produktion aufgebaut, in der die Kameras gedoppelt werden zu einem normalen Live-Spiel. Durch den 10-Bit-Standard in der Farbtiefe, den wir erstmalig einhalten, haben wir einen Meilenstein gesetzt in der Cloud-Produktion, indem wir eine Live-Host-Broadcasting-Produktion mit 10 Kameras umsetzen. Das ist vorher noch nicht passiert. Das ist ein absolutes Novum, indem wir uns bewegen, indem wir ein komplettes, robustes Broadcast-Setup bieten. Die DFL setzt Innovation immer entlang ihrer Gesamtstrategie um. Das heißt, wir innovieren entlang unserer Strategie von Glass to Glass, vom Stadion bis hin zum Kunden. Dafür versuchen wir, unser Innovationsökosystem zu nutzen und Partnerschaften entsprechend werthaltig durch Innovationen erlebbar zu machen. In diesem Fall nutzen wir die Inhouse-Expertise, die wir bei der Sportcast im Bereich Produktion haben, gemeinsam mit der Cloud-Expertise unseres globalen Technologiepartners Amazon Web Services. The challenge that DFL and we at AWS have set ourselves with our partners and vendors who are here today is to realize the ambition of creating a 422 10-bit live workflow for a football match with professional operators at a scale which is pushing the boundaries really and driving us onwards towards our overall ambition of creating live and non-live content for sports. An der POC-Umsetzung sind insgesamt 11 Partner beteiligt. AWS liefert uns die Cloud-Plattform, in der wir 4, 5 Anbieter haben, die uns ein qualitativ hochwertiges Produkt zur Verfügung stellen. In unserem Standard, dem höchsten Standard, haben wir 2 Anbieter, die komplett den Workflow einhalten können und mit denen wir in der Qualität produzieren können, die wir sonst erwarten. Das sind die Firma Grass Valley und die Firma Evertz. Im 8-Bit-Workflow, den wir als zweites System aufgebaut haben, sind die Firmen Wizard T und SimpliLive beteiligt. Diese sind über ein NDI-Protokoll angebunden und liefern einen Standard, den wir in mehreren Cloud-Produktionen bereits gesehen haben. In terms of the operators, it's very important that we ensure that they have an operational experience which they're familiar with and comfortable with. So the GV Vision Mixer Panel will be very familiar to the director as a Cayenne panel. Similarly, the Vector Surface will be very familiar for a director to sit down and punch the show. Again, for replay, we have a traditional replay panel from Dreamcatcher, and similarly for SimpliLive, which the replay operators can learn in a matter of hours and do an efficient operation for the replay. For the audio director, we've provided a large panel from Solid State Logic. Again, very familiar operational style, allowing the operator to produce a surround sound mix that's required for a large production like this. So overall, I think we've addressed the technical requirements in terms of delivering a 10-bit 422 workflow, which was very important to our customer DFL, but also for the operators, the freelance crew, make sure that as a creative experience, it's every bit as familiar as it would be in a traditional production environment. Sportcast als technischer Arm und Host-Broadcaster der Bundesliga ist immer in der Verantwortung, sich mit den neuesten Technologien auseinanderzusetzen. Für uns ist es extrem wichtig zu verstehen, an welchem Grad können wir dieses Thema in unser Produktionsmodell einfließen lassen und welches Potenzial hat diese Technologie. Wir haben im Laufe des letzten Jahres eine Vielzahl von POCs durchgeführt, begonnen bei der Sports Innovation 22 in Düsseldorf, wo wir einen Vertical Video Feed cloudbasiert realisiert haben. Wir haben Anfang des Jahres eine eher klassische Remote-Produktion durchgeführt anhand einer zweiten Bundesliga-Produktion in Düsseldorf. Wir haben zentralisiert aus Hannover heraus mit unserem Partner TVN einen Live-Schnitt und eine Live-Orchestrierung dieses Spiels durchgeführt. Der POC mit AWS hat den Fokus, eine cloud-basierte Umsetzung eines kompletten Zweitligaspiels durchzuführen. Im Laufe der Konzeptions- und Durchführungsphase dieses POCs konnten wir eine Vielzahl von Erkenntnissen sammeln. Gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk haben wir uns mit einer Vielzahl von Fragestellungen auseinandergesetzt.
Wir sehen die Chancen, das Potenzial dieser Technologie, aber auch noch die Limitierungen. Und jetzt gilt es für uns, weiter an dem Thema dran zu bleiben und zu entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist, das Thema in unser Produktionsmodell einfließen zu lassen.